Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Ja, wir kommen zu einem Update, schauen uns die US-Eröffnung an. Der Markt an einer sehr wichtigen Stelle. Wir haben gestern ja erneute Schwäche gesehen. Wir haben das Zwischenhoch gebrochen im Bereich der 27.000-Marke. Dazu dann gleich nochmal ein Wort. Wir haben einen Abverkauf im Euro. Heute ebenfalls sehr wichtiger Handelstag, dass eben diese Zone um den Bereich 1,1680 verteidigt wird. Wir sind aktuell etwas tiefer im Gold und Silber, ebenfalls über Nacht nochmals ein Abverkauf. Und da schauen wir uns den Silberpreis vor allem an. Da wurde eine wichtige Marke getroffen, das 127er Extension Level der vorherigen Korrekturbewegung. Und genau, und dann nochmal ein Blick auf ein paar Aktien. Da können wir nochmal auf die Tesla eingehen und schauen uns dann nochmal die US-Eröffnung an den Aktien an. Ansonsten für diejenigen, die gestern beim Event da waren, vielen Dank. Es war, denke ich, eine unterhaltsame eine Veranstaltung. Und in dem Sinne, ja, schauen wir uns die Charts an, blicken direkt drauf. Genau, worum geht es? Letztendlich geht es heute darum, dass wir uns mit dem Tiefpunkt vom Montag beschäftigen und nochmal ein Rückblick aber auf das gestrige Handelsgeschehen. Und zwar hatten wir hier diese Situation, dass wir den Widerstand bereits am Montag definiert hatten im Bereich 27.400. Wir sind auch auf diesen Widerstand aufgelaufen in einer Dreierbewegung. Das bedeutet, wir hatten hier diesen ersten Schub, dann dementsprechend die Dreierbewegung und den zweiten Schub. Was dann eben gestern wichtig war, dass dieser Tiefpunkt nicht unterschritten wird, damit wir eben eine neue Trendfolge aufbauen können, die ja dann beginnt mit Anstieg, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief und dann wird es theoretisch dann weitergehen. Das Ganze hat nicht stattgefunden. Wir haben dieses Zwischentief durchbrochen und auch dieser Fibo, wir haben uns ja dann kurz Intraday hier mit diesem Fibo nochmals beschäftigt, dass wir den Fibo so gesetzt haben und dass eben zur Handelseröffnung praktisch dieser Bereich hier zwischen 38er und 61er interessant war für eine Stabilisierung. Das Ganze ja maximal eine halbe, dreiviertel Stunde gut gegangen und danach gab es dann eben diesen Abverkauf. Heute eben ja bereits neue Tiefpunkte zur Handelseröffnung jetzt gleich und es gilt eben dann diesen Tiefpunkt vom Montag ja, vielleicht sogar wieder zu gewinnen oder zurück zu erobern, um eben wiederum eine neue Chance zu haben, einen neuen Anstieg dann herbeizuführen. Was gut ist, ist, dass das Startlevel einer möglichen Rallye heruntergesetzt werden kann. Und zwar von ehemals eben diesen 28,4 eben runter auf dieses Zwischenhoch gestern. Und dass eben dieser Punkt jetzt als Kontrollpunkt gilt für ein höheres Hoch und dann eben eine Rallye. Und auf der Unterseite haben wir weiterhin zwei Level, die noch optional zu erreichen werden. Zum einen eben die 26.200. Dieser Wert ergibt sich eben aus der symmetrischen Bewegung, aus diesem ersten Abverkauf, eben von diesem Zwischenhoch. Und dann als nächstes Level wäre dann eben der Tiefpunkt zu nennen. Hier vom 31. Juli, der liegt dann bei 26.000 glatt, dass diese beiden Zonen für heute sogar mögliche Unterstützungslevel dann sind, die man dann beobachten kann. Und im 5-Minuten-Chart, da gilt es eben diese vorbörslichen Hochpunkte, also aus dem europäischen Handel, hier diese Bereiche bei 26.000 850 zu beachten und ob es gelingt, eben darüber zu gehen, damit wir eben ein höheres Hoch dann etablieren können. Und ja, das ist praktisch die Beobachtung, die man dann für sich heute anstellen kann. Dann später, also sprich morgen und am Montag, wird es auch interessant zu sein, wie die Tageskerzen aussehen. Was will ich damit sagen? Letztendlich geht es darum, hier eine mögliche Hammerumkehr oder eine Hammerkerze oder einen bullischen Gulfing dann über zwei Kerzen zu beobachten oder ob sich solche Kerzen eben einstellen als mögliche Umkehrsignale. Ist im Moment nicht der Fall.
Und genau das ist dann das Thema für die nächsten Stunden und Tage. Okay, dann schauen wir uns nochmal den Germany 30 an. Also was passiert in Deutschland? Genau, der Abverkauf auch hier gestern hat tatsächlich erfolgt. Also vom Widerstand, den wir vorher definiert hatten, zwischen 750 und 770, den hatten wir ja gestern mit 830 sogar übertreffen können. Letztendlich gab es da eine kleine Hoffnung, dass der Markt sogar ja, mehr will. Das Ganze ja, ist erstmal zunichte gemacht worden mit dem heutigen Tief. Letztendlich ist eben dieser Punkt aktuell die Marke, ja, die den Germany 30 hier von einer Rallye trennt. Was man jetzt intraday einfach machen könnte, ist die US-Eröffnung beobachten und diese Rallye, die wir heute Morgen hatten. Und hier besteht für die Bullen eben nur eine Chance, dass eben ein höheres Hoch aktuell, also ein höheres Tief und Hoch, dann gestellt werden. Und dass man genau wie gestern diesen Bereich eben anschaut. Also da sind wir jetzt gerade, 590, das ist das 38er Retracement in etwa und eben das 61er im Bereich 545, dass eben diese Zone verteidigt wird. Und ja, wer intraday eben aktiv nach Long sucht, der sucht sich dann eben die Tiefpunkte hier als Kontrollmarke. Darunter ist praktisch jede Long-Ambition eben zunächst gescheitert. Ziele auf der Unterseite, wie kann man die dann definieren? Letztendlich geht es hier aktuell darum, dass wir uns weiterhin um dieses 76er Retracement hier bewegen. Da hatten wir jetzt schon am Montag dieses Tief gesehen. Jetzt praktisch wieder versuchen da eben einen Halt zu finden bei den 500. Und jetzt zweimal wurde diese Zone erstmal gekauft. Und unter dem Tagestief von heute ist dann ein weiterer Abverkauf hier möglich Richtung 12.2. Das ist dann einfach hier ebenfalls der Tiefpunkt vom 31. Juli. Es wäre dann eben das gleiche Level in Anführungsstrichen wie im US 30 mit den 26.000. Ebenfalls das Tief vom 31. Juli. Okay, also soweit passt. Wir kennen das Level, was den DAX dann erstmal blockiert von der Rallye. Und Intraday jetzt im 5-Minuten-Chart. Diese Zone jetzt sehr interessant für die Handelseröffnung mit dem heutigen Tief eben als mögliches Kontrolllevel. Okay, genau, dann kommen wir schon zu Forex. Da ist praktisch der Übeltäter, also Euro-Dollar. Im Moment auch hier im Tageschart geht es darum herauszufinden, okay, kann sich hier eben in diesem Bereich eine Stabilisierung einstellen. Auch hier wird es morgen interessant zu sehen, wie sich die heutige Tageskerze entwickelt. Also eine leichte Hoffnung auf einen positiven Schluss, sprich über 1,1660 besteht. Soweit sind wir gar nicht weg, knapp 15 Pips. Es wäre also durchaus machbar. Somit die Tageskerze interessant, um dann eben diese Situation der Korrektur dann aufzulösen und ob dann diese Dreierbewegung von diesen 1,19 abgeschlossen ist. Also sprich, wir haben hier eine Bewegung, dann diesen Fehlausbruch zweimal über die 1,20 und dann eben nochmals eine Dreierbewegung auf die Unterseite innerhalb dieses Supportbereichs, also zwischen 1,1680 und 1,1630. Das sind einfach hier diese zwei Extensionslevel von diesen beiden Strecken. Also hier von der hier und dann eben von diesem kompletten Anstieg. Okay, soweit zum Euro-Dollar. Dann zu Gold und Silber, also die Edelmetalle, stark unter Druck. Wir haben jetzt gestern eben diesen Tiefpunkt angesprochen. Und wir hatten gestern ebenfalls ein neues Tief hier gesehen. Die Frage innerhalb dieses Tiefs, ob eben dieser Impuls
also hier so fertig war, sprich eins runter, Gegenbewegung, nochmal runter, Gegenbewegung und dann eben runter. Oder ob das Ganze eben sich hier weiter ausdehnt, hat sich beantwortet. Wir haben den Tiefpunkt nämlich, also jetzt wird es ideal, jetzt final gebrochen. Wir können dieses Dreieck auf die Unterseite bestätigen. Also es war kein bullisches Dreieck. Ich zeichne es nochmal ein. Also so. Sprich hier runter, Gegenbewegung, runter, Gegenbewegung, hoch. So wäre das bullische Dreieck. Das bedeutet, wir brauchen einen Ausbruch. Über diesen Bereich, also 1970, hat nicht funktioniert. Somit gab es dann eben die Möglichkeit, dass es ein bärisches Dreieck ist. Es müssen ebenfalls 5 Bewegungen sein jeweils. Und die haben wir dann auch bekommen praktisch mit diesem Fehlausbruch. Und jetzt eben ein möglicher Impuls, der diesen Ausbruch aus dem Dreieck vielleicht beendet. Somit das heutige Tief sehr wichtig, kann man sich schon mal markieren. Wie sich dann der Markt hier weiter bewegt. Was kann hier noch passieren? Also könnte es noch eine Etage tiefer gehen? Ja, das würde noch gehen. Da müssen wir die Anpassungen wie folgt vornehmen, dass eben die 3 heute endet, wir in eine Korrektur gehen, also in Richtung 1880, bevor dann eben noch ein weiteres Tief für die 5 und dann eben diesen Abverkauf zu beenden. Also es wäre dann noch übrig eine Aufwärts-Abwärts-Sequenz, sprich hoch, dann dementsprechend runter, bevor dann eben eine Umkehr erfolgen kann. Das ist hier eine Möglichkeit, die man in Erwägung ziehen kann. Wo wäre das mögliche Tief vorhanden? Dazu im Silber gleich mehr. Da haben wir von der Extension gesprochen, die können wir auch hier uns mal einzeichnen. Und da hat eben der Goldpreis hier die Extension noch einen Tick tiefer bei 18,06, dass diese Zone eben dann erreicht wird. Das bedeutet eben, diese Aufwärts-Abwärts-Sequenz würde dann tatsächlich noch folgen. Aber jetzt für den heutigen Tag wäre der Abverkauf zum größten Teil durch. Okay, also 18,60 im Hinterkopf behalten, aber wir werden dann die Entwicklungen bzw. die Stärke einer möglichen Erholung dann, denke ich, sehen in den nächsten Tagen. Dann kann man sich Gedanken machen, ob eben dieser Impuls heute fertig gegangen ist oder ob dann noch ein weiteres Tief, also in Richtung 18,06, noch benötigt wird. Okay, dazu jetzt eben Silber, genau. Das ist der Unterschied, dass der Silberpreis oder Kurs dieses Extension Level bei, oder im Gold wäre das bei 18,06. Dieses Level wurde jetzt heute ja punktgenau getroffen. Tagestief 21,65, das Extension Level genau 21,70. Das haben wir erreicht. Und auch hier wäre die Frage eben von diesem Zwischenhoch, ob dieser Impuls hier erledigt ist. Also sprich, dass wir hier eine Bewegung haben, die 2, und dass dann eben hier in diesem Tief eine 3 lief, 4 und 5. Was mir nicht so gut gefällt, ist eben, dass diese 4 so mickrig war. Somit wäre die Annahme, dass eben heute eine 3 ist, wir einen Bounce bekommen und dann später möglicherweise sogar ein weiteres Tief im Silberpreis entstehen kann, tatsächlich noch gegeben. Also in Richtung 2060, dass hier dieser Schub auf die Unterseite noch fehlt. Und da besteht eben diese kleine letzte Diskrepanz. Und deswegen sind die nächsten Tage dann so wichtig. Ja, für den Intraday-Verlauf, was sieht man? Dass wir eben ja, 2 Anstiege hatten. Wir haben hier eine mögliche Dreierbewegung, also so zum Beispiel. Hier ist dann einfach wichtig, dass hier diese beiden Tiefpunkte nicht unterschritten werden. Dann kann sich dann für den heutigen Tag noch eine weitere Rallye dann entfachen. Zielpunkt ist dann hier dieser gestrige
Unterstützungsbereich, der jetzt dann Widerstand ist, im Bereich 23, 20. Und hier ist dann große Entscheidung, nochmal runter oder wir haben tatsächlich den Boden und wir gehen weiter und anvisieren dann die jeweils höheren Punkte an. Und vielleicht nochmal ein Wort zu Silber. Das war ja grundsätzlich spannend im Sommer. Aber wir hatten da ja dann mehrere Big-Picture-Sachen auch gemacht. Sprich, wir haben uns hier mit dieser Bodenbildung beschäftigt. Also vom Jahr 2016, dann mit diesem Corona-Tief oder Fake-Ausbruch auf die Unterseite. Dann diese starke Rallye und die große Frage eben, die sich allgemein im Silber stellt, ist dieser Anstieg eben Teil einer Korrektur? Das bedeutet, dass wir den Kurs eben nochmal einstellig sehen. Wir hatten ja dann von knapp 8 Dollar gesprochen und dass eben hier diese Bewegung noch nicht fertig ist, sondern eben noch ein weiteres Tief dann benötigt, bevor irgendwann nochmal die 50 Dollar angegriffen werden. Und die zweite Überlegung war eben, okay, angenommen, wir lassen das Ganze als Trend durchgehen, aufgrund auch der Maßnahmen, es gibt viel Geld im Umlauf und so weiter. Der Wirtschaftseinbruch ist jetzt nicht so ganz stark, Silber wird auch als Industriemetall nachgefragt, etc., etc. Das Ganze ist ein Trend. Was wäre dann die Folge? Dann hatten wir trotzdem von einer Korrektur gesprochen, die entstehen kann und die haben wir jetzt eindrucksvoll bekommen. Und hier ist dann eben die Frage, von wo kann man das Ganze hier dann abfangen? Sprich, dann kann man mit so einem FIBO, also vom Tief auf das Hoch, arbeiten. Und hier sind dann eben diese drei Marken sehr wichtig. Die man eben in diesem Trendfall als Abstaubermarken dann nutzen kann, um einen weiteren Anstieg dann in Richtung 30, 40, 50 nochmal traden zu können. Okay, also das zum Big Picture. Immer dann weiterhin auf dem Schirm halten, wie das Ganze dann weitergehen kann. Okay, genau, dann nochmal ein Wort zu den Kryptos. Wir haben, also es ist eine interessante Entwicklung, wir haben im Ether, das eigentlich vorher relativ stark war, also stärker als der Bitcoin. Und wir haben heute im Ether ein Tief oder tieferes Tief als vor 3 Wochen. Und im Bitcoin, wenn wir uns den mal anschauen, ist das Ganze nicht der Fall. Wir halten uns weiterhin über der 10.000. Wenn auch diese Aufgliederung nicht mehr möglich ist, weil wir die 10.200 heute unterschritten haben, sodass im bullischen Falle nur so argumentiert werden kann, dass wir von dem Tief in dieses Hoch einen Impuls gesehen haben und dieser Impuls wird jetzt möglichst eben verteidigt und nicht unterschritten. Und diese Divergenz, die ist uns ja schon vorher mal aufgefallen, und zwar als der Ether hier dieses Hoch definierte und im Bitcoin oder der Bitcoin das Ganze eben nicht der Fall war, sondern wir ja deutlich unterhalb des August-Hochs notierten. Und diese Divergenz, die haben wir jetzt wiederum anders herum und somit ist diese Preisentwicklung dann ist zumindest wert, das Ganze weiter zu beobachten, wie sich der Markt dann hier entwickelt. Und im Ether, falls das Ganze hier durchgeht, haben wir jetzt einen neuen Widerstandsbereich, dann hier ist ja ein Widerstand. Und da muss der Preis durch, damit sich hier dann neues Momentum auf die Oberseite dann definiert. Okay, im Blick auf Tesla,
sehr stark unter Druck jetzt nach dem Battery Day. Wir hatten ja gestern die Möglichkeit hier dieses Supports angesprochen. Im Moment nimmt es der Kurs nicht wahr oder an. Es ist weiterhin möglich, dass es hier in der Tesla um diese B-Welle handelt. Das bedeutet, dass eben dann in einem korrektiven Anstieg ein neues All-Time-High sogar machbar ist, bevor dann der tatsächliche Abverkauf nochmal kommt. Und diese B-Welle, die wird sich jetzt in den nächsten Tagen, ja, denke ich, dann konkret zeigen. Also ob dementsprechend diese Dreierbewegung, wir hatten das jetzt ebenfalls schon angesprochen, ob die komplett durch ist, das bedeutet, wir rauschen direkt runter auf die 270 oder dass wir eben nochmals einen Umweg hier gehen, dass wir eben hier einen Impuls nach oben bekommen, bevor dann eben die Korrektur mit einem zweiten Abverkauf dann endet. Also so ist dann weiterhin der grobe Plan. Und ja, weiterhin dieser Bereich hier dann sehr wichtig, dass er möglichst hält, um dann nochmal einen Anstieg dann hier zu definieren und das Ganze in einer Korrektur nicht als Trend im Moment. Okay, dann für die Lufthansa. Da einfach nur, also die hatten wir vor ein paar Wochen schon mal bärisch beleuchtet. Wir nähern uns den Tiefpunkten, also hier vom August und auch dann vom Shutdown-Tief März, April. Und ja, hier riskiert praktisch der Kurs einen noch tieferen Einbruch und eine Halbierung wäre dann durchaus im Rahmen des Möglichen. Und ja, das ist praktisch weiterhin das präferierte Szenario, dass wir eben, solange wir nicht über die 12,50 gehen, hier eine Halbierung sehen können. Und ja, der Trend ist eben abwärts und diesen Bereich sollte man dann im Blick haben. Also kurz davor ein Signal auf die Unterseite zu geben, wenn das Ganze hier nach unten bricht, das Ganze dann hier in der Lufthansa. Okay, und zum Abschluss nehmen wir nochmal die Nell. Da waren wir ebenfalls etwas skeptisch, was diesen Anstieg betrifft, beziehungsweise dass wir ebenfalls einen Impuls hier fertigstellen. Und die wird mit dem heutigen Tage leicht interessant, weil eine erste wichtige Zone ist erreicht. Und zwar ist jetzt schon länger her, dass wir es angesprochen haben. Letztendlich geht es in der Nell darum, dass wir seit dem All-Time-Tief hier zwei Rallye-Phasen hatten. Also eine hier in das Hoch im Februar, dann den Corona-Abverkauf und dann eben diese zweite Rallye. Also hier von hier Corona-Tief bis zu diesem Hoch. Und die Frage ist, ob sich genau eben diese zwei Wegstrecken separat unterteilen oder ob das Ganze hier dann zu dem Hochpunkt im Juli als eine Wegstrecke darstellt, also so. Das Ganze hat dann zwei unterschiedliche Korrekturpotenziale. Zum einen eben, wenn das Ganze hier als 1 angesehen wird, also sprich diese ganze Entwicklung ist eine Strecke, dann besteht Korrekturpotenzial also in Richtung 10 und 7 Kronen. Und die erste Zone oder wichtige Marke hätten wir jetzt heute erreicht, auch in diesem Szenario, dass wir eben genau den Hochpunkt vor Corona, das war ja ein Ausbruchspunkt, dass wir diesen jetzt von oben testen. Okay, und in dem anderen Szenario, dass eben dieser Anstieg für sich selber gewertet wird,
Da sieht man eben, dass mit dem heutigen Punkt der 50er FIBO erreicht wird, was eben genau auch auf diesem Hochpunkt ist. Und dass jetzt eben dieser Abverkauf tatsächlich dreiwellig zu erkennen ist. Also sprich, wir haben hier einen Abverkauf, dann eben hier diese Dreier-Rally und dann nochmals einen Abverkauf auf die Unterseite. Und auch hier kann man vielleicht mit der Extension noch ein bisschen spielen, dass man eben hier diesen Wegstrecke nach unten spiegelt. Und auch hier wurde heute das 127er Extensionslevel erreicht. Eine Möglichkeit wäre noch hier das 61er und das 161er, die liegen zufälligerweise ebenfalls auf einem Punkt. Aber mit dem heutigen Tag eben sehr interessant, was sich hier dann einstellt. Man kann schon mal diesen oberen Bereich als Alarm einstellen. Also über 23:30 geht hier die Post weiter ab. Und bevor das passiert, gilt es jetzt eben, diese mögliche Korrektur in der Tiefe dann zu filtern und dann den Preis jetzt eben zu verfolgen. Und ja, heute eben erste wichtige Zone innerhalb dieser großen Korrektur eben erreicht. Okay, genau, also einiges los. Wie gesagt, Euro-Dollar, sehr wichtig. Da ja, werden wir jetzt die Tageskerzen heute und morgen dann nochmal prüfen, wie die Woche dann auch zu Ende geht, ob ja die Dollarstärke jetzt bis zum Wochenschluss dann anhalten kann oder ob sich hier dann vielleicht tatsächlich eine Beruhigung ja, durchsetzt. Aber im Moment ja, passiert wenig. Die Dollarbullen haben hier die Oberhand. Deswegen, da achten wir besonders drauf oder werden uns das morgen nochmal dann anschauen, wie das Ganze hier dann aussieht. Und genau, ansonsten ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, dann morgen wieder um 15:15 Uhr mit dem Wochenschluss dann. Ansonsten ja, good trades, viel Erfolg und ade.